Moin, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im Euro Truck Simulator 2. Warum ist das die gleiche Hupe wie im DAF? Meine Güte, heute unterwegs, wie versprochen, im MAN Euro 6. Und zwar ganz genau der 41.000 Kilogramm Gesamtgewicht, also 41 Tonnen. Mit 640 Pferdestärkchen. Heute als MAN, Vierachser, Schwertransport. Ich muss sagen, coole Sache. Ich habe mir ein bisschen umlackiert. Ich habe ihn heute mal in so einem knalligen Rot gemacht. Was auch noch sehr, sehr schön glänzt, muss ich sagen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und ich bin unterwegs mit einer schweren Fracht. Und zwar, um genau zu sein, ist das heute ein schweres technisches Teil. 44 Tonnen schwer, 6 Meter lang, 6 Meter breit, 5 Meter hoch, ist doch schon was Größeres, muss ich echt sagen. Und ich bin heute mit zum allerersten Mal mit einem 16-Gang-Getriebe unterwegs, wo ich halt wirklich erstmal selbst herausfinden muss. Ich habe das ja über zwei Knöpfe belegt. Es gibt ja die ersten 6 Gänge, dann gibt es Gang 6, 7 bis 12. Und dann kommt noch Gang 13 und 14 und 15 und 16. So, jetzt zum Beispiel bin ich im 13. Jetzt muss ich aber zum Beispiel runter wieder. Oh, in den 6. Und das kriege ich einfach nicht gebacken, Leute. Und jetzt habe ich mich auch noch festgefahren. Okay, dann muss ich nochmal kurz zurück. Das ist, wenn du zwei, drei Sachen auf einmal machen musst, Leute. Dann, ich komme da echt gerne mal durcheinander. Ich muss da selbst erst nochmal gucken, wie das hinhaut. Kommt, 640 PS, ihr schafft das. Ich muss da selbst erstmal gucken, wie das Ganze hinhaut. So, 3, 4, 5, 6. So, jetzt drücke ich einmal nach unten. Genau, und dann hat er den 7. Ah, dann hat er den 7. Okay, wenn ich jetzt nochmal nach unten. Okay, jetzt habe ich's. Okay, jetzt habe ich's. Da muss echt erstmal reinkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ab auf die Autobahn. Es sind nur von München aus 212 Kilometer, ist natürlich gar nicht so weit, aber als Schwertransport braucht man auch für 212 Kilometer gerne mal ein bisschen länger. So, jetzt habe ich es hinbekommen. Ich habe nämlich jetzt einmal die unteren, also die mittleren Gänge. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich nach oben drücke, genau, und dann geht er in die oberen Gänge rein. Okay, sehr gut. So, hintere Begleitfahrzeug muss erstmal wieder aufstießen. Wo kütet? Ah, da unten kommt's. Das hält natürlich den Verkehr an. Wir haben heute Sondererlaubnis. Wir sind auch ein bisschen mit der Polizei und so unterwegs. Das heißt, dieser Transport ist natürlich angemeldet, sodass es hier keinerlei Probleme gibt. Und da wir hier ein Schwertransport sind, mache ich natürlich auch vorschriftsmäßig das Licht an. Schwertransporte sollen eigentlich immer dauerhaft mit Licht fahren, damit sie einfach besser gesehen werden von den Verkehrsteilnehmern, die leider immer denken, dass sie allein unterwegs sind. Wir haben aber auch nur ein kurzes Stück Autobahn. Das ist hier einmal kurz drauf und dann geht es rüber nach Richtung, quasi Richtung Zürich an der Schweiz. Unser Ziel ist nämlich heute. Na, wo fahren wir eigentlich hin? Ich weiß es gar nicht, das steht hier gar nicht. Okay, keine Ahnung, ich glaube nach Österreich oder so. Oder doch nach in die Schweiz oder Österreich? Nee, ich glaube sogar, es geht sogar in die Schweiz. Ich weiß es selber nicht mehr genau. Zum MAN. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich mal gucken werde, wie da das Update 1.3.7 technisch umgesetzt wurde. Also es ist auf jeden Fall so, dass wir natürlich auch hier die Fenster aufmachen und schließen können. Dadurch verändert sich natürlich auch dann hier der Sound. Ich mache es einfach mal ganz runter. Und soundmäßig muss ich sagen, war der MAN schon von Spielbeginn an sehr nah an der Realität mit dran. Er hat sich noch ein klein bisschen verändert. Man hört keinen gewaltigen Unterschied, aber er klingt, und das kann ich euch offen sagen, das ist zwar jetzt die 640 PS Maschine. Wenn ich die im Real Life fahren würde, ich glaube, dann würde ich meinen Job 300 mal so geil lieben. Aber so viel habe ich nicht. Ich habe weniger. Ist halt so. Aber ich muss dazu sagen, ja, soundmäßig ist er wirklich schon einen Ticken besser geworden. Also, das finde ich ganz, ganz gut. So, hier rechts seht ihr jetzt schon, was passiert. Die Polizei hält den Verkehr an. Genau. Weil wir kommen. So, jetzt müssen wir hier auf die rechte Spur. Genau, ist nämlich auch frei. Der Verkehr wurde angehalten. Wunderbar. Jetzt können wir nämlich hier runterfahren Richtung. Wo fahren wir eigentlich hin?
Ich meine aber auf jeden Fall, es geht ins Ausland. Österreich oder Schweiz, meine ich. Weil Schweiz wäre jetzt geradeaus. Wir fahren jetzt aber hier schon wieder rechts runter. Ach, guck mal da oben. Die Schaulustigen. Jetzt mache ich auch noch den Scheibenwischer hier an. Finde ich ganz cool. Den kann man ja seit Update 1.36 einstellen in der Geschwindigkeit hier. Finde ich eine ganz coole Sache. Also wirklich super schnell, wenn ihr wollt. Oder halt schön langsam. Das ist euch selbst überlassen. Aber momentan ist es ja aber auch nicht am Regnen. Sodass wir momentan gar keinen Scheibenwischer brauchen. So, ich war ja in der letzten Zeit immer wieder mal mit den Cut-Off-Liegern unterwegs. Die habe ich jetzt nicht mit drin. Ich bin heute ganz normal mit hier den Eurohauler unterwegs. Und da könnt ihr auch nochmal euch das schwere technische Teil anschauen. Ist halt eine große überdimensionale Kiste. Der Achser selbst ist ein 2, 4, 6 Achser und dann ich noch als 4 Achser, also 10 Achsen insgesamt. Ich wollte mal gucken, ob ich vielleicht so ein, irgendwie so ein 5-Achser-Mod finde. 5-Achser gibt es ja tatsächlich. Das ist gar nicht so ungewollt. Also es, zum Beispiel Volvo baut die auch. Die gibt es als 5-Achser. Und hat einer meiner Moderatoren, und zwar der Wolfi, das letzte auch auf dem Discord-Server bei uns gepostet. Übrigens, gerne mal den Discord-Server joinen, Leute. Videobeschreibung schauen, da findet ihr den Link. Ist für euch kostenfrei natürlich ein Discord-Server. Also dem Discord-Server beizutreten. Instagram habe ich natürlich auch. Und der hatte das letzte ein Volvo 5-Achser gesehen. War das ein 5-Achser, Wolfi? Ja, ne, war ein 5-Achser. Das war schon ein krasses Teil. Also 4-Achser finde ich, klar, sieht man nicht allzu offen, sehen cool aus, aber als 5-Achser, also das toppt es echt nochmal komplett. Und das fand ich persönlich wirklich ein cooles Highlight. Also es lohnt sich auf jeden Fall für euch Leute, einfach mal den Discord-Server zu joinen. Gibt immer wieder was Tolles zu sehen. So, jetzt habe ich es auch wirklich mittlerweile herausgefunden, wie wir schalten müssen. Jetzt bin ich da tatsächlich drin. Ja, Retarder klingt auch ein bisschen... Ja, man hört ihn ein bisschen mehr. Also wie er die Luft rauspumpt. Ist tatsächlich soundmäßig ein bisschen besser noch geworden. Und wie gesagt, er hat sich ein klein bisschen verändert. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Er klingt schön, er klingt kernig, er klingt nach MAN. Und das macht dieses Spiel einfach nur aus, Leute. So, jetzt gleich... Ich glaube, wir sind gleich schon da, ne? Da vorne sehe ich es zumindest schon blinken. Ich schätze mal noch so 40 Kilometer. Ah, doch noch 130. Das ist doch noch so viel. Obwohl ich es da hinten schon blinken sehe. Ach so, ja gut, ist jetzt noch ein bisschen... Ah, ich glaube, ich fahre einfach mal dran vorbei, weil wir von hinten rein müssen. Auch geil, hier auf dem Standstreifen zu stehen, ne? Nur um wahrscheinlich zu filmen. Ah ne, um zu winken. Mit dem Selfie-Stick. Ich sage immer Idioten-Stick dazu. Kennt ihr den Idioten-Stick? Entschuldigung, dass ich das so sage, aber so sage ich immer dazu. Das ist wie, dass ich noch nie ein Selfie von mir gemacht habe. Und das werde ich auch nie tun. Eieiei. So, komm, hier ist unbegrenzt. Wir können Gas geben. 150. Nein, wir dürfen natürlich nur 60 km/h fahren. Und das fahren tatsächlich auch die Begleitfahrzeuge. Wir haben ja einen vorne, einen hinten. Und die fahren auch. Jetzt kracht's. Boah, war das knapp, Leute. Jetzt hätte ich gedacht, es kracht. Der kam da um die Ecke geschossen, ohne Platz zu machen. Normalerweise werden die immer automatisch so ein bisschen nach rechts gedrückt. Aber der knallte hier wirklich lang, ohne Platz zu machen. Na gut, letztendlich muss er das ja selber wissen. Schwertransportfahrten sind auch für den Fahrer selbst ein hohes Risiko. Die werden, glaube ich, gut bezahlt. Ich glaube wirklich, also ein Traumjob von mir, ich habe schon einen schönen Job, aber ich glaube, ein Traumjob wäre wirklich so Schwerachsfahrer. So einen fetten Vierachser, meinetwegen auch nur ein Dreiachser, aber dann mit über 600 PS und als 41-Tonner. Wäre schon eine ganz coole Sache, die gibt es ja sogar als Dreiachser aufgerüstet dann, also verstärkte Achsen, verstärkten Bremsen und so, dann könnt ihr da auch mit... Oh, einiges an Gewicht ziehen. Also da ballert ihr euch auch 30, 40 Tonnen drauf. Das ist schon ganz cool, muss ich echt sagen. Wäre eine coole Sache, aber ist nicht so. Aber es ist wirklich ein Job. Ich glaube, der wird wirklich gut bezahlt, aber du hast eine Verantwortung. Die ist schon echt krass. Also ein Vierachser. Ich nenne es jetzt mal MAN mit 640 PS. Also 300.000 werdet ihr da Minimum hinblättern müssen. Wenn nicht sogar noch einen Ticken mehr. Die sind ja wirklich schweineteuer, diese LKWs, ne? Aber gut, du machst damit auch Aufträge. Da kostet die Fracht alleine eine 500.000. Nur die Fracht. Noch den Auflieger dazu, der LKW selbst. Dann bist du bestimmt bei über 1 Million Euro an Wert, den du da überhaupt bewegst. Mit allem drum dran. LKW, Auflieger und die Fracht. Und da hast du natürlich auch deine Verantwortung. Du als Fahrer bist für den sicheren Transport dieser Fracht verantwortlich. Das heißt, wenn der Vorausfahrende meint, hier dein Begleitfahrzeug, wir ballern jetzt hier 70 und du meinst, ja, mach ich mit und dann passiert was, dann ist er vorne schuld, du aber auch. Wenn du selbst für dich einschätzen kannst, ich hätte es vielleicht nur mit 60 gemacht. Ja.
Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist hier wirklich das Unglück, wo eine der Hydraulikachsen keinen Saft mehr hatte und somit falsch eingestellt war und dieses Silo umgekippt ist in den Graben hinein. Ist ja wirklich passiert. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber es war real life. Ja, was machst du denn dann, ne? Pah. Gar nicht so einfach, Leute. Muss man wirklich drauf aufpassen. So, jetzt mal ernsthaft, wo sind wir hier bitte? Das sieht mal aus wie Bayern. Wir waren doch gerade schon in Bayern, München. Ich weiß nicht, wo wir sind. Keine Ahnung. Ich sag immer, solche Schwertransporte können funktionieren, solange euch nur PKWs entgegenkommen. Hier momentan ganz ruhig. Oh, jetzt kommt er wieder ein bisschen. Da muss ich ein bisschen weiter nach rechts fahren. Ja, das passt aber schon noch. Ja, Schlangen hinter mir natürlich auch. Die wollen alle ihre 70, 80 Sachen hier fahren. Gerade die PKWs, die Busse sowieso. Die Busse, die haben es immer eilig. Also wirklich, Leute, die Tourist-Busfahrer hier, also die mit den Touristen unterwegs sind und so, die haben es echt immer eilig. Mir fällt gerade der Fachbegriff für diese Busfahrer nicht ein. Wie heißt das nochmal? Ein Touristbus, oder? Touristbus. Das klingt so komisch, wenn man das sagt, Touristbus. Okay, ich habe keine Ahnung. Reisebus! Oh Mann! Ist schon spät. Wird Zeit für Feierabend hier. Gleich schlafen gehen, Leute. Ein Tourist, ein Reisebus. Die haben es immer eilig. Es ist nun mal so, ne? Aber okay, machst du nichts dran, ne? Vor allem, ich find's ganz cool. Also, nein, was heißt. Nee, ich find's eigentlich nicht cool. Wisst ihr, was ich schon ganz cool finden würde, wenn man tanken müsste? Du kannst zwar. Entschuldigt. Du kannst zwar mit so einem LKW nicht an eine Tankstelle ranfahren. Aber es wäre doch ganz cool, dass du irgendwie so ein Tankfahrzeug als Begleitfahrzeug hast. Du irgendwo anhalten musst und dann sagen musst, so, ich möchte jetzt tanken, der kommt zu dir und der tankt dich voll. Fände ich persönlich noch ein cooles Gadget für diese Schwertransporte. Um ehrlich zu sein. Wäre doch eine ganz coole Sache, ne? Ich glaube, ich muss das mal vorschlagen. Vielleicht gibt es sowas, nee, als Mod gibt es sowas noch nicht. Ach, die Polizei. Ihr könnt direkt mal umdrehen und schon mal vorausfahren. Und gucken, ob die Straße frei ist. Auch geil, wenn die Polizei dir echt entgegenkommt. Ich muss echt sagen, mit diesem Begleitfahrzeug, das klappt immer so gut. Das ist wirklich für eine KI perfekt eingespielt. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, Österreich. Ja, siehst du was? Doch Österreich. Republik Österreich. Ach, nach Innsbruck fahren wir. Ach so. Schade, dass es jetzt bergunter geht. Ich wäre jetzt gerne hier berghoch mal gefahren. Um euch mal zu zeigen, was dieser Vierachser mit 640 PS drauf hat. So, komm, Retarder an, dauerhaft. Ich habe die zwei Möglichkeiten über das Logitech G29. Entweder zu sagen, Retarder manuell oder Retarder automatisch. Das heißt, Retarder ist jetzt dauerhaft an. Ein Knopfdruck, ich muss nichts mehr drücken und kann in Ruhe hier runterbremsen und fahren. Ich habe aber auch die Möglichkeit, den Retarder manuell zu bedienen. Das heißt, selbst zu sagen, so jetzt an, dann aus, jetzt an, dann aus. Die Möglichkeit habe ich tatsächlich auch. So, und wenn ich dann halt Gas gehe, geht er automatisch aus. Ich gehe wieder vom Gas, er geht automatisch wieder an. Na, wenn ich bremse, bleibt er auch mit an, nur dass dann zusätzlich noch die Bremse aktiviert wird. Und hier sieht man auch unten rechts die zwei Luftkessel verlieren langsam an Druck. Ich habe noch nicht ausprobiert. Es ist ja so, dass wenn der Luftkessel zu leer wird, dann macht er die Bremsen zu. Die werden dann nicht mehr freigegeben, wenn der Luftkessel unter 6 bar geht. Dann gehen normalerweise die Bremsen zu, weil einfach der Luftkessel nicht mehr aufmachen kann. Ich weiß nicht, wie das hier im Spiel ist, ob sowas überhaupt funktioniert. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert und ich glaube, ich komme auch nie dazu, weil es muss ja irgendwo ein langer Berg sein, um das wirklich auszuprobieren. Ich war auf jeden Fall jetzt auf, ich glaube 8 bar war ich jetzt etwa runter, bei ungefähr 6 bar macht er normalerweise zu. Ja, ich weiß, bei knapp 8, jetzt bin ich wieder bei 10 hoch. Also der pumpt halt auch schnell wieder auf hier, ne? Sobald ihr den Retarder ausmacht und rollen lasst, weniger. Aber wenn ihr dann Gas gibt, dann pumpt er die Luft wieder in die Luftkessel hinein und baut so wieder seine 12 Bar Druck auf. Das seht ihr jetzt unten rechts? Natürlich, wenn ich lenke, nicht. Aber wenn ich gegenlenke, unten rechts,
Das wird jetzt, wartet, so, da, nach und nach wieder voll. Gut, ich bin bei 10 Bar. Wird jetzt langsam wieder aufgepumpt. So, wo müssen wir jetzt hin? Vorne noch geradeaus. Dann werde ich da vorne irgendwo rechts müssen. Und dann haben wir den Auftrag mit unserem neuen, nein, nicht mit unserem neuen, mit unserem MN4-Achse auch schon erledigt. Der ist nämlich so neu, ist er gar nicht mehr. Er hat jetzt mittlerweile, ich glaube, 38.000. Ja. 38.796 Kilometer, also knapp 39.000 hat darunter. Ich muss jetzt auf jeden Fall hier rechts so wieder die Gänge runterschalten. Ich werde aber schon heiß ersehnt da oben, ja. Steht auch schon wieder die Presse. Okay, eine Baufirma. Da vorne steht ein Bagger und ein schöner Quad-Track müsste das, glaube ich, sein. Ja, sehr cool. Fahrrad abgeliefert, Leute. Perfektes Ergebnis. So muss es laufen, auch mit dem MN4-Achser, Leute. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, gerne kostenfrei abonnieren. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin, Leute. Macht's gut. Tüdelü. Und tschüss.